Hallo Leute, hier ist wieder Eckartal. Willkommen zur Wortkarg-Challenge. Ich habe mich, wie bereits angekündigt, dazu entschieden, Scribblenauts Unlimited zu einer Challenge zu machen. Und zwar, wie wir hier sehen, hier, da. Wir spielen die Wortkarg-Challenge. Ich finde das total lustig hier gerade. Wie funktioniert die Wortkarg-Challenge? Ganz einfach, wir spielen Scribblenauts Unlimited. Und zwar nach Möglichkeiten so viele Welten wie möglich. Ja, das ist jetzt nichts Besonderes, außer die Tatsache, dass ich eine Restriktion habe mit den Wörtern, die ich eingeben kann. Also hier, wenn ich hier ein, zwei Apfel eingebe oder sowas, ist es völlig wurscht, ja. Die Wortkarg-Challenge sagt, dass ein Buchstabe pro Welt herausfällt. Also einen Buchstaben darf ich nicht verwenden. Wenn zum Beispiel jetzt das B restriktiert ist, darf ich keine Wörter verwenden, die ein B im Namen haben. Also wenn das B da ist, darf ich zum Beispiel keine Banane eingeben. Banane. Darf ich keine Banane eingeben, weil B. Hier, B. Das B. Okay, das heißt, Bananen würden rausfallen. Ich darf also keine Quests mit Hilfe einer Banane lösen. Einzige Ausnahmen sind zum Beispiel, wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal das Schild eingebe, solche Klammerwörter. Also Wörter in Klammern darf ich schon verwenden, weil es geht eigentlich um das hier vorne. Also wenn ich ein Schild rufen will, aber da ist jetzt, und mein W ist restriktiert, darf ich es trotzdem rufen, wenn ich die Hinweisplatte haben möchte. Aber ich darf nämlich keine Hinweisplatte eingeben. Was es, glaube ich, auch nicht gibt. Gibt das Hinweisschild? Nein. Das dürfte ich zum Beispiel nicht eingeben. Also das Schild darf ich, aber ich darf nicht das Hinweisschild. Das heißt, wenn ein anderes Wort eine Umschreibung hat, mit der ich es kriegen kann, habe ich Glück. Ansonsten, ja, Pech. Gut, da wir jetzt schon bei 3 Minuten oder sowas sind, werden wir uns schon mal auf die Weltkarte begeben. Das war hier. So, das bedeutet, wir werden... Sollen wir in den Sumpf gehen? Ja, wir gehen in den Stichpunkte-Sumpf. Aber wir brauchen natürlich noch einen Buchstaben. Und dazu wechsle ich ganz kurz mal, wie ihr übrigens auch in der Aufnahme seht. Ich bin gerade nicht im Dings, sondern im Fenstermodus, also nicht im Spielmodus. Wir öffnen einfach mal die Seite random.org. Welch Zufall ist sie gerade offen? Ich möchte mir einen neuen String generieren. Einfach nur einen Buchstaben von A bis Z. Und wir kriegen das C. Ich darf ab sofort keine Cs mehr verwenden. Woohoo. So, das stelle ich gerade mal um und flup. Restriktion, nein. Quatsch. Buchstabe. Kein C mehr. Ich darf keine Cs mehr verwenden. Und zwar im Stichpunktesumpf. Ich muss im Übrigen, wenn ich ein Level verlassen habe, darf ich es auch nicht wieder betreten. Also ich darf da drin keine Aufgaben mehr machen. Das heißt, wenn ich ein Level verlasse, weil es mir stinkt, war es das mit dem Level. Yay! Gut. Alien. Baum. Hallo. So, ich darf keine Cs verwenden. Dann werden wir einfach mal spielen. Stinkender, schmutziger Plumpsklo. Okay. Kommen wir da irgendwie hin? Das ist nur wahrscheinlich Weltkarte. Hallo. Ich muss ganz dringend, aber dort ist es so echt eklig. Was trage ich eigentlich noch? Achso, ich trage noch den, da. du kriegst ein, Parfüm, würde ich mal sagen. Parfüm. Ist kein C drin, also darf ich es verwenden. Los! Mhm. Plumpsklo. Nicht sehr hygienisch. Mhm, ja. Hallo Baumschumpf. Schaff diese Spechte weg von mir! Wie schafft man Spechte weg? Schrotflinte. Ah, C drin. Gewehr.
Gewehr geht! Nimm mal die Karabiner. Ah. Wir haben noch gar nicht geschossen! Was ist das eigentlich? Baumwächter, okay. Eine Voodoo-Puppe. Scheinbar auch nur eine Voodoo-Puppe. Killer. Landpomeranz. Aha. Alien. Drück's an. Danke. Gib uns, was wir wollen. Wir lassen euch in Frieden. Du kriegst ein Huhn. Da ist ein Huhn. Speisehühnchen. Ah, ich kann's rollen. Richtig. Nee, er will kein Hühnchen. Dann kriegst du eine Kuh. Eine Pilzkuh. Wie Minecraft. Pilzkuh. Pelzkuh. Nein. Flick. Flug. Nur eine normale Kuh. Hier ist eine Kuh. Bye bye Kuh. Warum wir eigentlich immer... Wie geht's eigentlich da rein? Der listige Doppelpunkt. Das ist was anderes. Kröte. Brauche jemand zum Küssen. Hilf Maximal, die Außerirdischen zu finden, indem irdische Wesen getarnt. Die sich als irdische Wesen getarnt haben. Ja, gerade waren doch Aliens. Was wollt ihr denn? Brauche jemand zum Küssen. Du bekommst eine. Eine Prinzessin. Das war random. Okay. Grill. Leg mal etwas zum Grillen drauf. Banane. Darf ich auch kommen? Haben wir gelernt. Banane. Dann. Kokosnuss. Ein Kokosnusssteak. Ich glaube nicht, dass das Sinn macht. Hallo. Ich habe schon seit Wochen kein Bissen mehr bekommen. Da oben ein Steak. Moment. Offen. Moment, nee, ich will sie. Nein. Blöder Maxel. Oder was auch immer du gerade bist. Ja. Sehr gut. Ich glaube, wir haben Schnürchen. Weil ich glaube, ich muss nochmal die Challenge überdenken. Irgendwie kommt mir das leichter vor, als ich es eigentlich gedacht habe. Hilf Maxwell, die Außerirdischen zu finden. Na gut, machen wir. Keine Sorge, das kriegen wir hin. I got this shit. Die Außerirdischen sind unter uns. Sie haben sich getarnt. Der erste Außerirdische hat Angst vor grellem Licht. Das ist bestimmt die Katze. Vor grellem Licht? Ja. Dann werde ich mal einen Scheinwerfer, der einen C drin hat. Taschenlampe kann ich auch nicht. Kerze. Helle Kerze. Da ist auch kein C drin. Warum tarnt sich ein Außerirdischer als Vampir? Das ist doch genauso dämlich. Vor lauten Geräuschen. Aha. Ghetto-Blaster. Blaster. Den außerirdischen Schröger, der Angst vor Wasser hat. Das war leicht. Der letzte Außerirdische hatte Höhenangst. Ich nehme an, das ist die Frau, weil... Hallo.
Ist natürlich super für einen Außerirdischen, weil er ja aus dem Weltall kommt. Das ist irgendwie oben. Zeppelin. Ich will die Waffe haben. Meine. Yay. Die. Nee, ich schieße jetzt nicht sonst. Yay. Damit haben wir unseren x-unteisigsten, tausendsten Starride. Den 36. Weiter. Sehr gut. Star Vision. 6 von 7, einen habe ich vergessen. Einen habe ich vergessen. Einen gibt's noch. Einen gibt's noch. Who is that? Who is that? I find it. I find it. Who is this? Nope, not da unten. Da, da, I see it. Was? Ich will ein Entlein sein. Du bist eine Schildkröte, sei froh. Froh darüber, dass du keine Pommes bist. Ein Entlein draus. Macht man ein Entlein draus? Farbe. Mit Farbe geht schon mal. Färber zurück. Nicht? Flügel. Flügel. Enten haben Flügel. Tierkörperteil. Bist die schönste Ente der Welt. Level vollständig! Woohoo! Yeah, wow, cool! Yeah, wow! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Der Kerl hält 10 Schüsse mit dem Karabiner aus. Bestimmt irgend so ein Call of Duty-Vieh. Gut. Damit würde ich sagen, ich überlenke vielleicht nochmal die Walkout-Challenge. Irgendwie kommt die mir ein bisschen zu leicht vor. Egal, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Vielleicht habe ich mir da was überlegt. Aber bis dahin würde ich sagen, mein Name ist Gotthold. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte ihn auf jeden Fall und wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin und ciao, ciao.